Super Pro Fight Night. So heisst die neue Serie, wo Basel jedes Jahr 3 bis 4 hochkarätige Events liefern soll. Hinter dieser Serie steht der Kampfsport-verrückte Familie Becciri. Alle 4 Söhne sind nämlich Kickboxer. Kein Wunder, ist die Mutter der Becciris immer in der vordersten Reihe mit dabei. So auch beim letzten grossen Event am Samstag in der Basler Pfaffenholzhalle. Es sind aufwühlende Stunden, die Salie Becciri am Ring verbringt, wenn ihre Söhne kämpfen. Auch wenn das Wochenende nur 2 von ihnen in den Ring gestiegen sind. Als erster der älteste Sohn, der Shemsi Becciri. Er ist in einem 4-Mann-Turnier um den WFCA-WM-Titel angetreten. Im Halbfinale hat er es mit dem Franzosen Philippe Salmon zu tun bekommen. Er ist einfach hart, körperlich sehr hart und stark und hat aber auch nicht so viel Technik. So muss ich mehr technisch, mehr gescheiter kämpfen. So schauen, dass ich mich nicht auf sein Stil einlasse, dass ich meinen Kampf machen kann. Der Kampf war härter, als sich das der Shemsi Becciri erhofft hat. Kraft sparen für ein allfälliges Finale am gleichen Abend konnte er nicht können. Schlussendlich hat der Basler mit kosovarischen Wurzeln den Kampf nach Punkten gewonnen und das nicht unverdient. Diskussionen und böses Blut hat es aber trotzdem gegeben, und zwar wegen dieser Situation. Ich habe mich abgedreht und den Kampf unterbrochen, aber er hat einfach weitergeschlagen. Das hat mit Sport nichts zu tun. En fait, c'est pas sport, quoi. C'est pas sportif de taper une personne dans le dos. Wenn mein Kampf drin ist, da, ja, dann schlägt man halt einfach, weißt? Und er hat ihn 2-3 Mal in den Kopf getroffen gehabt. Und dann ist der Philipp Salmo, sein Trainer, halt recht ja, halt durchgefallen, weil das passiert ist. Aber ich meine, es ist ja nichts Schlimmes passiert worden. Er ist ja weder angezählt worden oder angenockt worden durch den Schlag. Bevor der Shemsi Becciri seinen Finalkampf bestritten hat, ist sein erst 16-jähriger Bruder Ilir in Ring. Er hat in der Kategorie bis 63 Kilo gegen den Franzosen Mohamed Djelassi gekämpft. Der Kampf war ziemlich eindeutig. Zwar ist es ihm Ilir Becciri nicht gelungen, seinen Gegner auszunocken, am Sieg hat es aber keinen Zweifel gegeben. Und Verletzungen hat der 16-Jährige auch nicht davon getragen. Salie Becciri konnte vorerst aufatmen. Okay, in Ring hocken, aber ich bin sowieso mit der Nervos nicht so gut, aber Herr, ich bin so glücklich auf meine Sonne. Also haben Sie keine Angst, wenn Sie kämpfen? Eben nicht. Eben nicht. Nein. Die Erleichterung ist schon bald wieder der Anspannung gewichen. Der Höhepunkt vom Oben, der Finale vom 4-Mann-Turnier, ist angestanden. Der Shemsi Becciri gegen den Holländer Rashid Belani. Kein unbeschriebenes Blatt und sein Coach erst recht nicht. Es ist kein geringerer als der holländische Schwergewichtler Melvin Mahnhof, mehrfacher Teilnehmer an der K1 World Grand Prix Finals. Sein Schützling hat im Shemsi Becciri den Titel streitig machen. Die Rollenverteilung hat sich im Verlauf des Kampfes immer mehr herausgestellt. Der Basler war je länger je mehr Chef im Ring und hat den Kampf verdient nach Punkten gewonnen. Der Shemsi Becciri hat sich sehr gut bewegt. Und es ist halt hart, wenn du Verletzungen aus dem ersten Kampf hast und im zweiten hast du einen Gegner, der variiert mit High Kicks, Low Kicks, Fist und so weiter. Der Sieg geht in Ordnung. Allerdings ist nicht nur der Rashid Belani angeschlagen im Finale. Auch der Shemsi Becciri war alles andere als in Top-Verfassung. Der erste Gegner hat mir eben einen Kopfstoß gegeben in der zweiten Runde. Und hat meine Nase gebrochen. Ich musste mit gebrochener Nase den ersten Kampf gewinnen und dann den zweiten Kampf auch so machen, halt einfach ein bisschen schlau, so dass er mich nicht trifft. Oder? Dann bin ich in keinen Schlagabtausch gegangen mit dem zweiten Gegner. Eine Taktik, die sich ausgezahlt hat, auch finanziell. Der Shemsi Becciri hat sich nicht nur über die Verteidigung von seinem WFCA-Weltmeistertitel freuen, sondern noch über ein Preisgeld von 20.000 Euro.